Was geht ab, Leute? Welcome back. Heute ist ein sehr, sehr nicer Tag im Shop. Wir haben neue Ware reinbekommen. Crazy Denims, Trikots und a whole lot of new stuff. Deswegen haben wir uns gedacht, wir suchen uns den Freshesten heute auf der Straße raus oder die Fresheste, die uns entgegenläuft und stylen sie einmal neu ein in unsere Klamotten. Und deswegen würde ich mal sagen, wir gehen jetzt vor den Shop hier. Im Shop ist gerade relativ busy. Wir gehen vor den Shop und checken mal, wer der Erste oder die Erste glücklich ist, die vielleicht ein Outfit von uns bekommt. Komm mal mit. Grüßt euch, was geht's? Ich habe sowas auch noch nie gemacht. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das jetzt mache. Ich werde jetzt irgendjemand, den ich cool finde, ansprechen. Ich glaube, tatsächlich. Komm mal mit. Fall nicht. Hey, hey, hey. Was geht? Hörst du mich? Was geht? Paul. Uwe. Du bist der Erste, den ich jetzt hier gesehen habe, der mit einem freshen Outfit mir entgegengelaufen ist. Danke. Und ich weiß nicht, kennst du unseren Shop? Ja. Ja? Wir haben jetzt neue Ware reinbekommen und ich hätte Bock, mit dir zusammen ein neues Outfit für dich rauszusuchen. Okay. Wenn du uns kennst, folgst du uns schon auf TikTok oder am besten auch Instagram oder auch YouTube. Wenn du es tust, dann bekommst du es auf jeden Fall. TikTok, hier. Okay, zeig mal, guck mal. Einmal approved. TikTok folgt er. Geiler Typ. Ich glaube, Insta sogar auch. Genau. Okay, geil. Digga, das ging schneller als gedacht. Ruven, du bist jetzt unser Mann. Wir gehen jetzt rein, suchen für dich ein geiles Outfit raus und schauen, dass es passt, ja? Okay. Komm mit, folgt mir mal, Leute. Das wird eine geile Party. Warst du schon mal? Ja. Okay, cool. Wir haben ein bisschen umgestellt. Wir haben jetzt hier alle unsere New Trikots. Das heißt, guck mal her, wir haben hier wirklich nice Pieces am Start. USA. Jetzt werden mich gleich alle auslachen, wenn ich nicht die ganzen hier liegen kenne, Vereine kenne. Aber Vintage Bayern Trikot am Start, Juventus Tees. Guck mal, ich habe mir Folgendes gedacht. Eins der beliebtesten Trikots, die wir zurzeit haben, ist das. Ja? Sieht sehr fresh aus. Das ist jetzt ein L, M. Nee, ein M ist es, deswegen glaube ich, dass es ganz gut passen wird. Ich meine, du siehst ja schon, you already rocking the Trikot, deswegen glaube ich, dass du auf jeden Fall der Typ auch dafür bist. Und dann würde ich noch ganz gern, weil du eh schon ein blaues trägst, das Chelsea-Trikot ausprobieren. Und zu zwei coolen Trikots brauchen wir Hosen. Achtung Jungs, dafür kurz. Danke. So. Also hier haben wir kleinere Größen, hier haben wir größere Größen. Wie du siehst, wir haben echt verrückte Pieces da. Also wirklich eigentlich alles am Start. Von Crazy Denims, True Religion, Kugi, Y2K Denims. Aber dadurch, dass du ein bisschen kleiner bist, müssen wir, glaube ich, hier gucken. Ich habe auch, glaube ich, schon was im Blick. Bist du familiar mit dieser Marke? Also familiar heißt, ja. Ob du die mit der vertraut bist. Dann, glaube ich, nämlich würde ich die ausprobieren. Ist ganz neu reingekommen, deswegen, you know what I'm saying, heiße Ware. Jetzt sehe ich das vielleicht eher so. Dann brauchen wir noch zu dem anderen Trikot was. Deswegen folgt mir mal. Ich glaube, dafür müssen wir aber runter ins Lager. Komm mal mit. So, so, so. Dann hast du jetzt die Ehre, einmal hier reinzugehen. Also, hier ist La Crema, die noch nicht oben im Shop hängt. Wie ihr seht, hier geht es direkt weiter. Truies. Kugis. Ed Hardys, alles am Start. Hier ganz viele Jorts. Wie wir wissen, Jorts wollen gerade alle haben. Deswegen hätte ich Bock, dir eine geile Jorts abzuchecken. Gerade weil wir einen Brasil-Tier haben, dachte ich mir, vielleicht kommt das ganz geil. Also ja. Die ist safe, oversized bei dir. Safe, safe, safe. Aber dafür gibt es der Gürtel, Alter. Weiß ich mein. Deswegen probier mal den Spaß an. Dann hast du den aus. Spaß. Jo. Und dann gucken wir, wie alles fittet. Oben holen wir noch einen Gürtel und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Peace. Probier für mich bitte zuerst Brasilien-Trikot und die Iviso deinem Mann, weil auf den Look freue ich mich am meisten. Und dann schlüpfen wir danach ins andere rein. Okay. Enjoy. Geiler Typ, Alter. Hättet ihr das gemacht? Wärt ihr, wenn ich auf euch zugekommen wäre, einfach mit den Lagen kommen und hättet mir das Vertrauen entgegengebracht, euch ein Outfit zusammenzustellen? Lasst es mich wissen. Und deswegen sage ich euch auch noch eine Sache.
Jeder, der uns noch nicht folgt auf Insta, TikTok oder YouTube, sollte es mal machen. Weil es kann immer ein Paul um die Ecke kommen und euch fragen, habt ihr Bock auf ein Styling-Video oder auf ein Umstyling? Und wenn ihr da nicht folgt, wäre scheiße. Weißt du, was ich meine? Ready? Oder bist du hier drin versauert? Lass ruhig reinkommen. Schöne Outfit hast du an. 360 Grad, spin mal ganz kurz. Stell ich mal hier vor den Spiegel. Also wir haben hier, glaube ich, so den Most Wanted Look, den man, glaube ich, da draußen haben kann. Wie findest du, fittet ihr beides? Dreh dich mal so ein bisschen zur Kamera, zeig das mal her. Klar ist ein bisschen ein Oversized Fit, ne? Aber auf chillig, im Sommer, schön luftig. Was sagst du, wie fühlst du dich? Ich finde es sehr geil, das Gelb mit dem Gelb. Ja? Trägst du auch so auffällige Farben so normalerweise oder wäre das jetzt was, wo du dich trauen würdest? Doch, also Trikots trage ich schon oft und so. Mhm. Und würde ich auch schon tragen. Hast du schon eine Evisu oder so eine Etadi oder so eine verrückte? Eine Etadi habe ich, eine Evisu noch nicht. Alright. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das erste Fit bei ihm findet. Dann würde ich sagen, jump mal ins zweite Fit rein und dann schauen wir, für welches wir uns entscheiden, oder? Perfekt. Yalla, Habibi. The Gap Boy. Nice to see you. You already know this guy. Sean Waterspoon in the booth. Yeah. We're doing a styling video right now. Tight. So nice. We just got some new stuff in. Nice. And I wanted to bless. Yeah, I saw a bunch of jerseys. Yeah, shows. Correct. And we got some crazy denims in. Dope. You know, like Evisus and Tardis. Really? Yeah. Babe. Really? One or two babes. Yeah, we got here. What? A nice little tight. Babe one. Yeah. Damn, this is so some crazy Evisu. What? Yeah. Those are dope. So I wanted to bless someone today, and I just decided to go up to the freshest random person who walks up to me. When are you gonna choose? We already picked one outfit. Wow, yeah, like he's trying on right now. Oh man, yeah. That's dope. And he got the Brazil tricolor jersey, you know, with the Evisu jorts. And now I saw the Evisu jorts, yeah, like the three quarters, right? Yeah. That day are bumping right now. Man, I went to just like one of the secondhand stores and I got some FUBU nylon three quarter pants. Nylon? Yeah. Like shiny? Cinch up and they have cargo pants. They're sick. FUBUs? Yeah, maybe 16 euros. I never seen anything different than like baggy FUBUs or like nylon university jackets. They were really different for sure. Sean Waterspoon is here because he's working with Gap, right? Yes. Just Gap. Yeah. Like he's doing a collab with Gap and we selected a few pieces because we are getting Gap in store quite often. Alright, komm raus, Ruven. Ruven, komm raus, zeig uns, was du anhast. Uff. Chelsea Jersey, Babe Baggy, chilliger Gürtel, lockerer Fit. Was ist jetzt von der Bequemlichkeit her, von dem, wie du dich am ehesten nach außen präsentierst, so was ist mehr dein Ding? Fit 1 oder Fit 2? Also ich mag das Trikot von Fit 1 mehr, weil das ist krass. Ja. Also das sucht, glaube ich, auch gerade jeder. Aha. Und die Hose von Fit 1 finde ich auch richtig krass. Mhm. Generell Fit 1 matcht richtig gut, so man denkt, das gehört zusammen und alles, das kann man so kaufen zusammen. Das finde ich aber auch richtig krass, weil ich lieb's, dass die Hose hier vorne so einen Aufdruck hat. Ja, normalerweise ist halt immer hinten groß, Stickereien und so. Bei Babe jetzt, Babe super selten, hast jetzt vorne. Ich persönlich tendiere sogar ein bisschen mehr da dazu, weil das, ich weiß nicht, irgendwie finde ich, das repräsentiert dich gut, so wie du jetzt für mich oder wie du auf mich wirkst. Das andere ist sehr laut. Eigentlich eher sowas für so Type Person wie ich bin, der gern so. Und du bist ja eher so eine ruhigere Persönlichkeit und sowas, deswegen finde ich das eigentlich super clean. Ich meine, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr es findet, zu welchem ihr mehr tendiert. Und dann musst du jetzt noch sagen, welches du nimmst. Ich würde zum ersten tendieren, weil das was anderes ist, was ich sonst immer habe. Ist a deal. Alright, Sean. Yeah, let's check it out real quick. Follow me. Like it just keeps getting better and better out here. It just seems like everyone are getting. Yeah.
Yeah, it's vacation. Cool, cool. That makes a lot of sense. Pepper, say hello to the guests. Okay, so you can have a look around. Thanks. With the new pieces. And is Gab so is sick. Selected okay, here. Cool. There's one bag missing we sent you. I think it's coming the next 1 or 2 days. Okay, cool. I don't know how long you... I'll end up just getting all the Gab stuff. I'm here till Sunday. Okay, yeah. Yeah, and I can fly back with it all too. So I feel like that makes it easy. Yeah, that's good. Yeah, I got extra luggage space. So. Yeah, I'm hyped. The leather jacket's really sick. Yeah, the leather jacket is super sick. Yeah, this one is nice too. Yeah, these are tight. I love their jackets and stuff they did, like the windbreakers, the pullovers. Yeah, this is what you did, right? This is what you already, like, made with them. Yeah, I made a bunch of stuff with them, and then also the vintage stuff, just, like, using for different projects, you know, like, selling some of it, like, whatever, you know? So, yeah, this is dope, too. It's been really hard to find, like, ladies' stuff, you know? It's, like, all the Gap shit I find is always men's. Yeah. I love the colorway on this one now. Yeah, this is nice. Sick. This is like a baby two piece. This is crazy. It's so small. It's insane. Yeah. Yeah, wild. But we've actually been thinking about integrating baby vintage pieces to kids. Like, same thing in the States. Like, people have been buying it. And, like, we do a rack of it in the store too, and people really like it. Yeah. And like, I buy shit tons of that stuff. Yeah. Yeah. And it's cheap. It's pretty cheap. And there's not many people looking for like children's stuff. Yeah. You know, like resellers or like retailers. Yeah. Who but want. There's definitely value in it though. Yeah. You know, because even like. You know, like my son did his little pop-up thing in Tokyo, and he had a bunch of kids vintage, and they were fucking loving it out there. Like, age span was? It was like adults buying it for their kids. Ah, okay. Mm-hmm. You know, but people want to buy vintage kids' clothes. And a lot of like, people buy for other people's kids too, it's a you good know? Gift. Yeah, it's and a good gift, I find myself like buying a ton of kids vintage for gifting now too, you know. That's kind of like the best thing for it. Yeah, true. If you want this all, we can make I think, what did we say, 25 each? Cool. Yeah, that's so cool. I'll leave everything here until it all comes in, mm-hmm. and then just like before I leave, I'll come you pick come it all and up. Pick it all yeah, up if that's okay. Yeah, for sure. Okay, sick. And then just make your turn here. Yo, are there any Gap stores here in Stuttgart, or like are there any in Germany anymore? Like, I think in Stuttgart, there is none. Wow, okay. But there could be in Germany. Because, like, you know, it's funny. A lot of the older, like, some of the people that work for Porsche and different things like that, like, kind of anyone over the age of 30 seems like they have, like, a nostalgic connection with Gap out here. Like, it is used it? To be big. Like, it I was, think in the... There was one at the Königstraße, but it's closed now. So, like, I think late 90s, early 2000s, like, Gap was huge out here. In Germany or in Stuttgart? I think here specifically, but also Germany. That's what I'm trying to find out. And I'm like, man, that's kind of interesting. I think Gap's doing a really bad job of, like, marketing their new stuff. Because, like, if you guys don't know about any... Stores, new Gap shit or any stores, and it's there was a quick phase where a lot of people was hunting those like spell out Gaps, the spell out ones, but just probably like the beginning of the Kanye shit. Correct. And so, you know, because it's interesting, like they were asking me today, they're like, you know, they were asking about the Gap shit, and I was like, no, there's a lot of really good Gap stuff in the store right now, like. Mm-hmm. They've all their stuff is like 90s fits and like 90s styles. Oh, really? Yeah, like baggy sweatshirts, like good style stuff, like really dope, like workwear and carpenter pants. Yeah, but then it's all about the communication. That's what I'm saying. I'm like, yo, it's so crazy. Like, there has to be a way, because I feel like if more people knew, they'd be really, really stoked on, like, the stuff Gap's been putting out. I want to do like, a Gap vintage pop-up shop with them out here. Yeah? I think it'd be kind of cool. Here in Stuttgart? Mm-hmm. I think it'd be kind of sick. Yeah. Think of us. Of course. Okay, Leute, so ist das manchmal. Da wird man überrascht von dem einen oder anderen Gast, der hier nach Gap Pieces sucht und nach einem Styling-Video noch gefragt wird, weil ich wurde gerade gefragt, ob ich jemanden noch stylen kann oben. Nein.
Ja. Dann kümmere ich mich jetzt so ein bisschen um die. Ich kann ja schon mal so ein bisschen was raussuchen für die. Was hat die gesagt? Die fand diesen Eviso-Skirt cool. Der ist oben. Ja, den hat sie auch schon anprobiert. Das fand ich eh krass, dass es einen gab. Wir haben drei. Echt? Ja. Drei? Da ist noch einer. Ich hab nur einen gesehen. Ja, den goldenen, den Ellie hatte. Ja, ist basically nochmal der gleiche. Das ist do you guys fuck with like Ed Hardy if it's bootleg still, you think? Ja. Really? Ja. Man, wait, how much would you sell like a bootleg version of this for? Ah, bootleg. Ah, ich dachte bootcut. Ich war no, bootcut. Bootleg, yeah, like, yeah, fake, yeah. Like fake, like fake. Because they had a bunch, like when I was at that resale spot, they had like a couple of Ed Hardy shirts in the upstairs, like like women's style ones. And I was like, okay. They were good bootlegs, but they were still, I was like, okay. You know, I used to work at Saks and Barney's back in the day, so I used to wear Ed Hardy head to toe. Yeah, the by rhinestone Stacks. Hats, the shirts. This is sick. Yeah, this is awesome. These are crazy. Yeah, we have two different options upstairs too. Wow, of this one? Like, there's a similar one to this one, and there's a complete different one. Those are fucking sick. Like Eviso women's wear, super Eviso's rare. Killing it. Yeah. I mean, like. Have you seen they still have their store in Tokyo too. Yeah, they were going for like 400 and we're like, okay, we'd be selling that shit between 100 and 200 euros and everyone's like, oh, you're expensive. I'm like, get the fuck out of here. You know what's good Ibisu stuff to look at? They did a collab with Puma. Oh, they did? In like 2000. We had one. Okay. We had one, yeah. Usually you can find those for a good deal, but people will still pay a lot for it because it's like salvage denim stuff. So that's a good one to... Yeah, but people don't know the salvage It's stuff really good. Here. Man, you all need to go to Japan. Yeah? You really do. I feel like you get so much stuff to sell out here. Okay, ja. Wie ihr seht, Leute, haben wir hier auch ganz viel frische neue Ware reinbekommen. Ne? Also hier ganz viele Denims und ein paar kurze Hosen sind hier, glaube ich, auch noch dabei irgendwo. Die ganzen Sachen packen wir jetzt aus auf süß und schauen, dass wir jetzt die noch ready machen und hoch ins Store hängen. Dass ihr, wenn ihr vorbeikommt, geile Klamotten da habt. Sehen wir uns gleich oben wieder. Schön, dass du da warst, schön, dass du supportest, schön, dass du folgst, schön, dass ihr jetzt auch alle folgt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, Leute.